Höhen und Tiefen, bisher hatte ich eigentlich bloß Tiefen gehabt. Nah dran an der Höhe, aber jetzt muss es besser werden. Und damit, hallo allerseits, und willkommen zurück bei Need for Speed Payback. Jetzt bin ich mal gespannt. Los geht's! Der Zauber einer neuen Folge. Weiß gar nicht, was jetzt besser laufen sollte, aber wir gucken mal. Der Start ist schon mal sehr gut. Alles klar! Ich muss eigentlich viel mehr auf den Multiplikator achten. Das mache ich wirklich zu selten bisher. So, über 30.000, 31.000 hatten wir hier vor dieser Kurve noch nie. Multiplikator versemmelt. Und hier muss ich eigentlich paar 20.000 schaffen. Jetzt sieht es schon wieder nicht so gut aus nach dem tollen Start. Wird schon schief gehen. Ich glaube, das hier gerade sehr gut. Zieh den Griff durch, Mac. Sehr gut sogar. Ah, scheiße, Multiplikator ist weg. Aber so viele Punkte hatten wir hier noch nie. Na, ich komme nicht gut rein. Scheiße, hier muss mehr bei rumkommen. Naja. Im letzten Versuch waren wir hier etwas besser oben an der Kuppel. Kann noch werden, aber es ist nicht gut. 76 km/h, so klein viel mitnehmen. Nee, das bringt's nicht. Wenn ich nicht mehr bringe, habe ich keine Chance. Gar nicht mal so übel. Nee, das ist kacke. Ah, blöde Leitplanke, das kann ich wieder vergessen. Ach Mann, falsche Richtung, Quatschkopf. Der Start war gut, aber dann, die Kurve, wo ich am meisten machen muss, nicht die letzte, sondern diese langgezogene links nach oben, da habe ich dick verloren. Jetzt bin ich wieder zu langsam. In der Kurve tue ich mich echt schwer. Aber es liegt halt nur an mir oder eben an der Strecke, die mir nicht gefällt. Frust kommt damit nicht auf, weil ich das Gefühl habe, es liegt wirklich stark an mir und mir gefällt die Strecke einfach nicht. Gut, kann auch am Spiel liegen, wenn mir die Strecke nicht gefällt, aber eher liegt es an mir. Oh, hier ist der Fels. Upsa. Jetzt fehlt mir Geschwindigkeit und Multiplikator. Hier hatte ich vorhin 80.000 im letzten Versuch. Vielleicht wird die Kurve jetzt besser. Ja, wird schon mal besser als im letzten Versuch. Okay, ich schaff das. Nein! Hä? Multiplikator ist geblieben? Was war denn da los? Ach, ich hab Nitro gedrückt, oder? Da hat das an die Wand fahren nichts ausgemacht, glaube ich. Oh Gott. Scheiße. Multiplikator setzt sich langsam runter, okay? Noch ist das zu schaffen, glaube ich, irgendwie. Ich brauche jetzt halt 50.000. Abgeschlossen. Boah. Das genügt vorerst. Überhaupt nicht mit Glanz, aber abgeschlossen ist mir jetzt wichtiger. Mann. Höhen und Tiefen. Weg.
Strick ist aber gar nicht so schlimm. Ich komme halt überhaupt nicht mit der klar. Aber gut, Getriebesprung 7. Es war wirklich zweigeteilt. So, jetzt geht's mit dem Underground Soldier an den Start und eine Basislieferung wieder. Ich habe deine Pipes geknackt, aber außer einer Jugendstrafe und einem kurzen Knastaufenthalt nichts gefunden. Du erhältst Freigabe zu Shiftlock. Du hast mich gehackt? Ich musste sicher gehen, dass du kein Spitzel bist. Ein Spitzel? Mann, du musst dringend mal chillen. Später vielleicht. Jetzt müssen wir erstmal in die Station. Nächstes Mal führen wir Krieg. Hey, diese Files. War da runter auf meinen Browser verlaufen? Und 94. Bergauf. Bergunter wäre, glaube ich, besser. Wir schaffen es, aber wir machen es nochmal in die andere Richtung. Hier kann man nämlich schön viel Schwung mitnehmen. Oh, hier so ein neben der Fahrbahn. So, Achtung, du kommst von der Fahrbahn ab. Geriffel. Ups. Auch noch mitgenommen. Vielleicht hätte ich mein Tuning etwas anpassen sollen für die Strecke. Egal, Höhen und Tiefen geschafft. Wie viele Autos hier fahren? Ach, auf der anderen Fahrbahn. Oh, im Gegenverkehr. Na gut. Ich hole nochmal Schwung in die andere Richtung, weil ich muss ja eh wieder hochfahren zum von dort aus Schwung holen und dann nehme ich jetzt gleich nochmal hier etwas mit. Tankstelle brauche ich jetzt nicht. Ja, die Plakatwand, die lacht mir zu sehr. Sie muss eigentlich noch mit. Cool, dass das bei dem Geriffel so klingt, wie es klingen muss. Ich hatte 230 drauf, oder? Vorhin? 274 brauche ich als nächstes. Oh. Mist. So, im Gegenverkehr jetzt fahren. Kommt kein Auto? Okay. 270. Wir haben nichts mehr. Zwei Sterne. Na, immerhin. Bums. Wir könnten ja mal weiterfahren. Unten ist das nächste. Hm. Da fahre ich ja von dem Penüppel weg. Bin da aber auch schon weit weg. Ich finde den doch eh nicht, oder? Auf die Schnelle. Aber wir sind gerade mal hier. Ich mach das. Aber ich hol mir noch den Subaru. Damit wir wenigstens zur Rande kommen. Moment, die Plakatwand. Hm, da müssen wir da abbiegen. Hier, oder? Nee, hier ist Leitplanke. Hier kann man einen Huckel. Nee. Hä? Hier ist ein kleiner Sandhaufen. Wagen zu tief gelegt und Sandhaufen zu klein. Das wird nie was. Armer LX8. Hört die Leitplanke hier auf? Nee. Hä? Das geht mir jetzt so schnell nicht hin. Wie komme ich zu der Plakatwand? Ist hier noch irgendwo eine Chance? Nee. Vielleicht so ein Auto als Sprungschanze benutzen? Okay.
Okay. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt, glaube ich? Wie viel Kohle haben wir jetzt? Ich glaube 280.000. 200, was? 2 oder 82? Egal. Zäune, Zäune, Zäune. Da freut sich der Lack. Da freut sich die Motorhaube und der Stoßfänger. Sonne steht aber gerade cool. Boah, wie zerknittert. Ich wüsste jetzt nicht, was ich anders machen soll. Wenn ich schon den Plakatwandaufzug, die Auffahrt nicht finde, dann finde ich da jetzt auch nicht den Zugang zu dieser Teilgeschichte. Klingt gewaltiger als der X7. Wo war das? Ach, ich werde es schon finden. Der Sonne entgegen unter den Wolken. Der Subaru klingt echt richtig toll. Die Zündung beim Rollen lassen. Böse. Geil. Da lässt man den Wagen noch gerne rollen. So, das war etwas knifflig mit dem Abfahren. Hoppala. Ich fahre hier mal quer dahin. Fährt jemand anderes noch so schön soundlastig? Neue Angebote im Tuning Shop. 700 Meter, aber die Tunnel war, glaube ich, richtig, der hier. Ich weiß, nach dem Teil da kommt nochmal ein Tunnel. Da habe ich ja versucht, irgendwie hinzukommen. Mit am Tunnel entlang war aber nicht. Wir brauchen noch dieses eine Teil, dann hätten wir den Mustang als Dragster, wenn ich das will. Das muss drin sein. Moment, das war woanders. Ich glaube eher hier. Hier war hier der Tunnel? Neu von 4, das ist der falsche Wagen. Ich muss hier noch runter. Der Wagen hat ganz schön hohen Schwerpunkt. Eigentlich muss ich jetzt irgendwas komplett anderes machen als bisher. Ich kann jetzt wieder die gleiche Strecke abfahren wie beim letzten Mal oder bei den letzten Malen, aber das bringt mich auch nicht weiter. Da oben runterfallen. Was war das? War das ein echter Spieler? Nee, oder? Das war aber einer mit einem Namen.
muss ich von da oben runterfallen. Okay, ich markiere mir mal, wo ich hinfallen muss und versuche ich mal. Nee, so weit springe ich niemals. Egal, ob ich 400 Sachen drauf habe oder 800. Speedrun, ja schön. Hier komme ich ja nicht, ich brauche das nicht nochmal abfahren. Als ob sich die Spielwelt jetzt verändert hätte. Von da links hier rechts drauf springen, das könnte wirklich klappen. Moment. Ah, wie soll ich denn da hin? Ich werde es einfach mal sehen. Ransum, geht da noch mehr? Ja. Hier muss ich irgendwie hin, damit ich hier drüber springen kann. Weil hier unten ist das. Ah, das ist ja noch so weit weg von dem Sprung dann. Das wird ja auch nichts. Ah, die Ecke kommt mir bekannt vor. Neuer Versuch. Wagen höher legen, schon klappt das. Bin echt gespannt, wie das aufzulösen ist, wenn ich's, wie das aufgelöst wird, wenn ich es endlich mal schaffe. Die blöde Kante ist ja auch zu hoch. Hier sehe ich nichts. Also im Sinne von, wo das genau markiert ist. Laut Öhrchen jetzt auf der linken Seite. Wobei, von unten habe ich es gesehen, ne? Wenn ich jetzt hier runterfahre. Ich glaube, hier hat man es gesehen. Ja, da links. Da vorne. Könnte doch passen mit dem Sprung. Vielleicht. Aber wo soll ich da hinfahren? Von hier nach da? Nee. Ach je. Hüpfen wieder runter, wenn man den chippen möchte. Okay, von unten brauchen wir es überhaupt gar nicht probieren. Ich versuche jetzt zu meiner Markierung zu fahren. Das ist gerade mein einziger Anhaltspunkt. So, ich muss jetzt nach... wenn ich jetzt hier hochfahre, muss ich die ganze Ecke wieder hoch, ey. Na gut. Alles nur für so einen kostenlosen Dragster. Schmutz. Wenn ich mir den Wagen... Nee, kann ich mir gar nicht kaufen. Die kann man wirklich bloß zusammensammeln. Die kann man sich nicht kaufen. Und dann werden die zum Supersportler. Nee, man kann die sich nicht kaufen. Man kann die bloß sammeln. Könnte statt der Zeit, die man investiert, auch 80.000 investieren. Aber die gibt es ja bloß als Wrack. So, hier geht es nämlich auch ein Stück rein. Aber hier ist Leitplanke. Ist überall Leitplanke. Außer hier. Spiel, ich komme jetzt. Oh, doch nicht. Ich will bloß gucken. Komme ich niemals hin. Wird man sofort zurückgesetzt. Dahin und ich muss da runter. Hier so hin. Ach du Kacke. Nee, das wird nix. Scheiße. Ich möchte hier bloß runter. Wenn ich es in die Richtung probiere, auch nichts. Ein geheimer Zugang von hier aus.
Hier jetzt im Tunnel irgendwo eine Einfahrt nach links. Ah, klingt der geil im Tunnel. So, jetzt auf den Felsen rauf. Das ist schon Verzweiflung. Hey, aber immerhin noch ein Erfolgsmoment. Den 12. Chip mitgenommen. Mann, bin ich weit weg. Nee. Hier hochschlingen, das wird bestimmt nichts. Zumal es hier gar nicht höher geht. Aua. Besonderer Reifen hat der Wagen auch nicht. Der ist halt bloß auf dem Papier ein Offroader. Wobei der Subaru, ja, der wird schon gerne als Rallye-Auto benutzt, aber er sieht jetzt nicht besonders ausgestattet aus. Das Setup soll es wohl ausmachen. Nee, das wird nie was. Wir müssen ja sowas von weit fliegen. Ich mache jetzt hier eine Pause und ich gucke mir in der Pause nochmal die Karte an und gucken, ob wir dann zum Erfolg kommen. Ich will mir keinen Dragster kaufen. Ich will den das Wrackteil finden. Den Wagen aufmotzen zum Superauto. Wurde ja gesagt, die sind besonders super. Und damit, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.